Wenn du eine gratis 10 Euro Roblox-Karte haben möchtest, dann bleib dran, wie du eine bekommen kannst, erkläre ich in diesem Video. Und damit erstmal, hey Leute, ich bin's Conny und heute gibt es endlich mal wieder einen gratis Robux-Contest. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass es bei mir ab und zu mal ein paar Robux zu verschenken gab und auch schon mal einen Contest gab, wo man eine 10 Euro Robux-Karte gewinnen konnte, wo man dann noch eine zweite gewinnen konnte, indem man halt den versteckten Code in dem Video finden kann. Und was ich heute mache, erkläre ich noch in dem Video. Erstmal springe ich hier vom Turm runter. So. Huch, ich habe ja immer noch den Roblox-Uff-Sound als Fallschaden-Sound. Naja, okay. In einem meiner letzten Livestreams habe ich es schon angekündigt, dass man in der Roblox-Speedrun-Obby wahrscheinlich wieder was gewinnen kann. Und das ist der Fall. Das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, der Speedrun mit der Speedrun-Obby, das geht in die zweite Runde. Falls ihr schon wisst, was ihr tun müsst, kann ich euch sagen, ihr habt bis zum 23. September 2022 Zeit. Und da wird dann am Ende ein Gewinner veröffentlicht. Falls ihr nicht wisst, was ich hier meine und gerade neu auf meinem Kanal seid, dann willkommen. Denkt mal drüber nach, vielleicht ein Abo dazulassen. Bei mir gibt es öfter mal ein paar Robux. Und je besser mein Kanal läuft, desto eher kann ich es mir auch leisten, öfter mal sowas zu machen und dann mal mehr als nur 10 Euro wegzugeben. Beim letzten Mal war das schon Verlustgeschäft mit meinen 20 Euro, die ich weggegeben habe. Ich hoffe, dass es diesmal kein Verlustgeschäft wird, weil ich würde das gerne öfter machen. Aber um jetzt mal ein bisschen weniger in Rätseln zu sprechen. Vor ein paar Monaten habe ich ein Video gemacht, in dem man über zwei verschiedene Arten und Weisen jeweils eine 10 Euro Roblox Karte bekommen konnte. Die eine Möglichkeit war, in dem Video zu suchen, ob ich vielleicht irgendwo einen versteckten Code eingebaut habe. Und der versteckte Code wurde auch echt sehr schnell gefunden, wurde auch super schnell eingelöst und dann hat sich jemand einfach 10 Euro Roblox Guthaben gesichert. Das finde ich schön und weil es beim letzten Mal so schnell ging, werde ich das beim nächsten Mal nicht mehr so leicht machen. Das war ein lustiger Joke, dass ich den Code direkt hinten auf der Karte hier platziert habe. Falls ihr das gerade seht, das ist natürlich der alte Code, der ist schon aufgebraucht und deswegen braucht ihr gar nicht versuchen, den erst einzulösen. Aber ich sag euch, beim nächsten Mal werde ich es euch nicht so leicht machen, den Code schwerer verstecken. Vielleicht auch in Einzelteilen verstecken. Mal gucken, ob ihr ihn dann finden werdet. Ich werde euch aber keine weiteren Tipps dazu geben. Oh, die Ampel ist rot. Zum Glück bin ich ein Fußgänger. Und die andere Möglichkeit war es, an meinem Speedrun-Contest teilzunehmen. Und wie ihr jetzt an diesem Speedrun-Contest teilnehmen könnt, das werde ich euch jetzt zeigen. Aber vorher möchte ich euch noch was zeigen hier in dem Place, in dem ich drin bin. Der ist im Club Base zu finden. Im Club Base könnt ihr auch gerne beitreten. Unsere Roblox-Gruppe ist in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Gibt es ein paar kleine Spiele. Oder gibt es halt auch diesen Avatar-Editor-Test-Place. Da könnt ihr einfach hier oben rechts auf dieses Icon klicken, dann kommt diese Abfrage, da könnt ihr auf OK gehen und dann kommt ihr in so einen Avatar-Editor rein, wo ihr halt wirklich euren Avatar editieren könnt und das finde ich persönlich ein bisschen cooler, weil hier kann ich zum Beispiel jetzt diesen Hut aufsetzen, diesen Hut hier abmachen und das wird halt alles sofort geupdatet. Ich kann mir das Ding aufsetzen und das geht halt sofort rein. Man kann die Dinger sofort sehen, wenn man es auf der Website oder in der App macht, dann muss man immer so lange warten. Deswegen finde ich das ganz cool mit diesem Avatar-Editor und das Schöne ist natürlich, ich kann dann, wenn ich hier wieder rausgehe, werde ich gefragt, yo, dürfen wir diese Änderungen machen? Und ich sage, nein. Funktioniert leider noch nicht mit Layered Clothing. Vielleicht werde ich das irgendwann mal updaten. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ihr an dem Wettbewerb teilnehmen könnt. Dafür verlasse ich dieses Roblox-Spiel hier und ihr seht schon hier die Roblox Speedrun Obby. Die ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wie immer, es ist ein Spiel von Club Based, der Roblox-Gruppe, von der ich schon gesprochen habe, die halt auch immer in der Videobeschreibung verlinkt ist. Hier die Speedrun-Obby. Und hier bei der Speedrun-Obby, da könnt ihr einfach reingehen. Und wenn ihr in das Spiel reingeht, dann wird eine zufällige Obby erstellt. So, und mit einer zufälligen Obby meine ich eine zufällige Obby. Es gibt verschiedene Stages. Die werden immer zufällig beieinander gesetzt. Wie viele Stages es jetzt insgesamt gibt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich hoffe, mir fällt das dann wieder ein. Ich würde sagen, das testen wir einfach mal aus, um halt einen Speedrun zu starten. Lauft ihr hier durch den Startblock durch. Überwindet natürlich dann die Obby, die hier generiert wurde. Ihr könnt natürlich abkürzen, wie ihr wollt. Dann laufen wir einfach mal rüber. Dann hier einmal rum. So. Und ja, das ist zum Beispiel so eine Obby, bei der man den Rekord wahrscheinlich nicht schaffen kann. Und wenn ihr durch das Fertigteil hier durchgeht, also durch diesen Block, auf dem fertig steht, wird eure Zeit gespeichert, dann steht hier oben fertig, Zeit 28 Sekunden steht bei mir jetzt. Weil ich keine neue Bestzeit habe, meine Bestzeit ist schon ein bisschen schneller als 28 Sekunden. Dafür drücke ich jetzt hier unten einfach mal auf Reset. Dadurch werde ich wieder resettet. Der Speedrun, den ich gestartet habe, der ist jetzt zurückgesetzt. Ich bin wieder am Anfang und kann halt den nächsten Speedrun machen. So könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr hier zum Beispiel fällt, runterspringt, direkt auf Reset drücken, um von vorne anzufangen. Mein Rekord müsste irgendwo hier sein. Ja, ich bin gerade auf Platz 16 mit 22,4 Sekunden. Und ihr seht, es gibt schon einige Leute, die teilgenommen haben. Und manche davon haben schon echt gute Zeiten. Aber ich kann euch sagen, es gehen sehr viel schnellere Zeiten als nur 19 Sekunden. Und ihr werdet noch sehr viel Zeit haben, weil jetzt, wo ich das hier aufnehme,
Es sind noch 44 Tage übrig. Wenn ihr das seht, sind ein paar weniger Tage übrig, aber ihr werdet wahrscheinlich schon mehr als einen Monat haben, um hier einen Rekord aufzustellen. Also macht das in aller Ruhe, stresst euch nicht zu sehr. Ihr habt, wie gesagt, Zeit bis zum Ende des Sommers und dann wird festgestellt, wer der Gewinner dieses Contests ist. Und ich werde euch versprechen, dass sobald das Video online geht, die ersten Cheater kommen werden und dann unglaubliche Zeiten aufstellen werden, 10 Sekunden oder noch schneller. Aber da braucht ihr euch doch keine Sorgen machen. Auch wenn ihr auf Platz 100 seid und die anderen Leute alle 10 Sekunden haben, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe einen Anti-Cheat. Das Anti-Cheat, das findet die Cheater auch. Es wird sie nur nicht direkt vom Leaderboard entfernen, damit ich sie selbst auswerten kann. Natürlich, wenn jemand ganz offensichtlich cheatet, dann wird er sofort aus dem Spiel gebannt und dann ist er weg. Aber bei Leuten, die das ein bisschen subtiler machen, die werden nicht direkt aus dem Spiel gebannt. Die bleiben erstmal auf dem Leaderboard drauf, bis ich mir dann ihre Statistiken angeguckt habe. Und dann fliegen die raus und dann steigt ihr auf. Das gab es beim letzten Mal auch. Ich meine, hier ist das Leaderboard vom letzten Contest und unsere Gewinnerin hier, die stand auch nicht auf dem ersten Platz. Auf dem ersten Platz standen Cheater, die dann rausgeflogen sind. Es gab auch ein paar Leute, die meinten, sie hätten nicht gecheatet und sind rausgeflogen. Deswegen habe ich meinen Anti-Cheat ein bisschen überarbeitet. Jetzt ist es auf jeden Fall so eingerichtet, dass wir auf jeden Fall herausfinden können, ob man wirklich gecheatet hat oder nicht. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Solange ihr einen ehrlichen Rekord aufstellt, werdet ihr gewinnen. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie schafft ihr es überhaupt, einen Rekord aufzustellen? Weil, oh, einen Blick, das T-Shirt will ich anziehen. So, schon besser. Weil, wie soll ich denn das hier schaffen? Hier 20 Sekunden, hä? Wie soll denn das möglich sein? Ich brauche ja schon 4 Sekunden, 5 Sekunden bis zu dieser Stage hier. Also ja, hier wird es nicht möglich sein, einen Rekord aufzustellen. Um euren eigenen Speedrun-Rekord aufzustellen, müsst ihr halt wirklich die Lobby wechseln, immer und immer wieder, weil die Stages, die werden ja zufällig angeordnet und es gibt manche Stages, die gehen schneller, manche sind länger, manche sind schwieriger, aber man kann sie dafür schnell machen, bei manchen kann man gut abkürzen und ihr braucht halt einfach gute Stages. Ich werde auch in den kommenden Wochen dieses Spiel immer mal wieder updaten und ein paar neue Stages hinzufügen, um es einfach zu mixen, dann gibt es mal ein paar bessere Chancen, weil es ein paar bessere Stages gibt, vielleicht gibt es ein paar mehr schlechtere Stages, mal gucken, ich werde wahrscheinlich nur kürzere Stages noch hinzufügen, weil ich das selbst haben möchte. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das macht. Hier kann man sowieso vergessen, schafft man nicht schneller als 25 Sekunden maximal. Aber ihr könnt dann einfach aus dem Spiel rausgehen, wieder in das Spiel reingehen. Und wenn ihr dann wieder in das Spiel reingeht, dann werden die Stages ja neu angeordnet. Durch komplett neue. So, und hier sehen wir schon mal, das ist nicht machbar, oder? Ja, vielleicht ist das machbar. Ja, nee, komm, diese Stage ist zum Beispiel ziemlich lang. Die Stage, da ist eine ziemlich lange Stage. Die dauert lange, die dauert auch lange. Das bedeutet, hier sind viel zu viele lange Stages drin. Theoretisch müsstet ihr, wenn ihr jetzt wirklich den Rekord haben wollt, jetzt schon wieder verlassen, weil es ist nicht möglich. Ich werde es aber einmal machen, weil ich gucken möchte, wie lang es denn wirklich ist. Und ich glaube, dass da hinten ist diese Fake Stage. Hier müsst ihr übrigens vorsichtig sein, weil die Killblöcke sind schwer zu sehen bei der Beleuchtung. Jetzt laufen wir hier einfach mal lang. Ich hoffe, ich werde nicht runtergekickt. Sehr gut. Oh, das war knapp. Habt ihr es noch gesehen? Ich merke gerade, mit meiner Laufanimation bin ich bei den Treppen echt nicht gut dabei. So, hier rumspringen. Ja, hier kann man dann runterspringen. So, uff. Und dann auf den nächsten rauf. Oh, So, dann hier rein und ich habe einfach 35 Sekunden gebraucht. Ich habe euch gesagt, das kann man vergessen, also können wir direkt verlassen. Und falls ihr dann immer wieder auf denselben Server kommt, weil vielleicht zu viele spielen, jetzt spielt es natürlich keiner, weil jetzt, wo ich das ja aufnehme, ist ja gerade kein Contest angekündigt. Dann könnt ihr euch aber einen privaten Server erstellen. Und für einen Private Server geht ihr einfach hier auf privaten Server erstellen. Der kostet nichts und dann geht ihr einfach auf euren privaten Server immer wieder rauf. Und wenn ihr den privaten Server immer wieder verlasst und neu rauf geht, wird auch jedes Mal eine neue Obby generiert. So, und das ist schon mal unmöglich. Das da ist die schlimmste Stage, die es gibt. Also werden wir direkt verlassen und gehen dann noch einmal neu rein. Also das ist ein Witz. Also das ist... Ich hasse diese Stage, wirklich. Man braucht für die Stage alleine schon 10 Sekunden. Wie soll man dann einen Speedrun-Rekord von 10 Sekunden aufstellen? Okay, gehen wir ins nächste Ding rein und... ja, ich glaube, hier wird man auch keinen Rekord aufstellen, aber es ist besser. Hier kann man auf jeden Fall schon ein bisschen besser durchlaufen. Damit ihr schon mal so einen Anfangrekord habt. Ihr müsst nicht die krasseste Zeit aufstellen. Hier bin ich jetzt mal durch die Mitte durchgefallen, also starte ich neu. Es reicht, wenn ihr eine gute Zeit aufstellt, weil es kann ja sein, dass alle anderen auf dem Leaderboard Cheater sind. Und wenn die erstmal alle rausfliegen aus dem Leaderboard, dass ihr dann auf Platz 1 seid. Also macht euch da nicht zu viel Stress, dass ihr es nicht schafft. Beim letzten Mal gab es Leute, die haben geweint, oh, wie soll das möglich sein? Ja, man muss einfach nur immer wieder den Server wechseln und sich nicht zu sehr den Kopf zerbrechen über die Zeiten von anderen Leuten. Dann wird das schon was. Hier übrigens auch aufpassen, weil diese weißen Blöcke, man sieht sie fast nicht. Nein, wie bin ich denn da reingelaufen? Na, egal. Ich hätte sowieso nicht schnell hierhin geschafft. Ich verlasse wieder und gehe jetzt noch einmal auf meinen privaten Server und hoffe, dass ich jetzt mal was Besseres bekomme. Und... nee. Die Stage ist ein Killer. Die killt jeden Speedrun. Es ist leider so. Na gut. Hopp. Hopp. Nein! So, jetzt nochmal. Hopp.
Hopp, hier muss ich rüberhüpfen, damit ich nicht durchfalle. So, perfetto, so. Ja, das jetzt auch, das frisst ziemlich viel Zeit, aber ihr könnt hier abkürzen, indem ihr den macht. Hier wurde ich fast runtergekickt, aber nur fast. Und hier könnt ihr einfach außen rum oder einfach so durch. Ja klar, das geht auch. Und jetzt, ich habe 25 Sekunden und muss jetzt hier hoch. Oh Gott. Ich gebe mir Mühe, aber ja. Ich bin runtergefallen. Aber selbst wenn ich nicht runterfallen würde, es dauert so lange. Ich hasse diese Stage. Man kann es direkt vergessen. Ey, wenn ich das hier in unter einer Minute schaffe, ist das ein Wunder. Na okay, ich werde schon in unter einer Minute schaffen. Aber trotzdem. So, hopp, hopp, hopp. Und ich habe 50 Sekunden gebraucht. Das ist Müll. Also wirklich. Da kann man es gleich vergessen. Aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie ihr teilnehmen könnt und euren Speedrun-Rekord aufsetzen könnt. Ich meine, ich habe es ja damals auch geschafft. Ich habe, nachdem dann die ganzen Cheater rausgeflogen sind, habe ich es auf Platz 3 geschafft. Und ich habe ja nur ein paar Mal im Livestream so ein bisschen neu gestartet, reingegangen und dann Speedrun gemacht. Und ich habe es auf Platz 3 geschafft. Die anderen haben es ja auch alle irgendwie geschafft. Man muss einfach nur Geduld haben, bis man einen Server mit guten Stages bekommt. Und dann funktioniert das schon. Wenn dann dieses Gewinnspiel hier, dieser Contest vorbei ist, dann werde ich natürlich, wahrscheinlich im Livestream, werde ich mir die Leute, die auf dem Leaderboard ganz oben sind, einfach mal mit euch zusammen angucken. Ja, es ist an einem Freitag, glaube ich. Vielleicht, ja, am Samstag dann mal gucken. Ich kann es schlecht so weit vorausplanen. Wahrscheinlich wird es in einem Livestream passieren. Vielleicht mache ich es aber auch privat. Auf jeden Fall werden wir uns natürlich die ersten Plätze anschauen. Werden die Cheater dann natürlich aus dem Spiel rausbannen. Und von denen, die übrig bleiben, werde ich dann den Gewinner aussuchen. Der Gewinner wird dann auf meinem YouTube-Kanal in einem Community-Post bekannt gemacht, genauso wie es beim letzten Mal auch passiert ist. Und der Gewinner bekommt von mir dann auf Roblox eine Freundschaftsanfrage, damit wir uns Privatnachrichten über Roblox schreiben können. Über die Privatnachrichten brauche ich dann vom Gewinner die E-Mail-Adresse, an die ich dann die 10 Euro Roblox-Karte bestellen kann. Darüber bekommt ihr dann halt den Code für 10 Euro Roblox. Ich glaube, dazu gibt es dann noch einen zweiten Code für so ein extra Item. Den Code könnt ihr dann auf roblox.com/redeem einfach einlösen und habt dann 10 Euro Guthaben, die man ausgeben kann für entweder Robux oder Roblox Premium. Und so einfach ist das. Ich werde den Gewinner natürlich dann irgendwann wieder von meiner Freundesliste löschen, wenn meine Freundesliste wieder zu voll ist, weil es ist ja nur jetzt für das Gewinnspiel. Also ihr gewinnt auf jeden Fall keinen Platz in meiner Freundesliste, höchstens für eine kurze Zeit. Was ihr auf jeden Fall gewinnen könnt, sind 10 Euro Roblox Guthaben. Und um auf die Frage von Anfang zurückzukommen, es gibt 13 Stages und die Stages, ich kann euch sagen, es gibt Stages, die schafft man in einer halben Sekunde. Das bedeutet, theoretisch wäre es möglich, wenn man die perfekten Stages bekommt, das Ding in 6 bis 7 Sekunden durchzuspielen. Ich glaube nicht, dass das jemand schafft, weil die Wahrscheinlichkeit, so gute Stages zu bekommen, die geht gegen Null. Aber falls das der Fall ist, falls ihr das schafft, dann GG. Dann habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Wenn ihr so oft den Server wechselt, bis nur diese super kurze Stage kommt, die aus einem Sprung besteht, klickt mal auf Reset, weil hier sehen wir ja einen. Diese Stage hier ist schon ziemlich kurz, aber die schafft man nicht ganz in einer halben Sekunde, sondern in einer Sekunde. Es gibt aber auch Stages, die bestehen nur aus einem einzigen Sprung. Und wenn man die ganze Zeit hintereinander bekommt, dann ist es ja Sprung, 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 Sprung. Und dann kann man das bestimmt auch so in 6,5 Sekunden ungefähr schaffen. Und das wird ziemlich cool. Also bleibt dran, auch wenn ihr immer so lange Stages bekommt. Ich hab das selbst ja schon durchgemacht. Im letzten Contest in meinen Livestreams. Ich habe so oft diese blöde Stage da hinten bekommen. Ich hasse sie. Aber bleibt einfach am Ball. Mit etwas Glück kriegt ihr die richtigen Stages und könnt dann einen richtig guten Speedrun aufstellen. Macht euch, wie gesagt, keine Gedanken um irgendwelche Leute, die schon einen krassen Speedrun aufgestellt haben. Es kann sehr gut sein, dass das Cheater waren. Das waren beim letzten Mal ja auch Cheater. Guck mal, es ist natürlich immer sus, wenn in den Top 3 jemand ist, der einfach einen Noob-Skin hat. Es kann aber natürlich sein, dass jemand einen Noob-Skin hat. Das werden wir dann am Ende auswerten. Mein Anti-Cheat sammelt ja Daten über jeden. Und damit drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, ein paar ziemlich gute Speedruns sehen zu können. Und wir sehen uns dann, wenn das Gewinnspiel aufgelöst wird.